Und schon wieder zurück bei Drakensang, immer noch hinter den Feuerfällen, wo wir ja zuletzt unsere Schwierigkeiten mit ein paar Feuerelementaren hatten. Jetzt stehen wir vor einem Gang mit ganz vielen Zeichen im Boden und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, da werden wir auch wieder das ein oder andere Rätsel lösen müssen. Was ich allerdings schon weiß, was ich im Gespräch über Drakensang und hier die Feuerfälle vor kurzem mitbekommen habe, jetzt vor der letzten Folge, also vor der letzten Folge, dass ich mir diese beiden Fächer hier nochmal genauer angucken soll, wenn ich denn hier bin. Also, wenn wir es geschafft haben, das zu überwinden, dann sollen wir auf jeden Fall nochmal hierhin zurückkehren. Das habe ich mitbekommen und ich soll mit Gladys vorgehen. Okay, ich habe gedacht, man könnte die irgendwie anklicken oder so, aber gut, okay. Diese Falle sollte besser von einem Fachmann entschärft werden. Gibt es denn irgendeinen Fachmann außer Gladys? Und ich kann, wenn ich draufgehe? Ah! Guck mal hier, die Zeichen. Die haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Das weiß ich jetzt nicht. Das hier kommt mir bekannt vor. Die Wellen habe ich schon mal gesehen. Und die Augen scheinen mir die Fallen zu sein, die hier lauern. Jetzt ist die Frage, wenn ich mit ihr vorlaufe, dann kommen die anderen doch... Ja, so kann man es natürlich auch machen. Huch, Falle ausgelöst. Oh oh. Gut, ich, ja, also der Plan... Grolmengift, Oh, oh, das ist auch noch... Das ist auch noch Grolmengift. Ja, umso schlimmer. Ja, so viel zu, wir kommen hier durch. Ich glaube, wir hätten hier auch einfach durchbrechen können. Na klar. Ohne, dass wir uns um irgendwas Gedanken gemacht hätten. Und nu? Jetzt stehen wir hier. Das ist ein Drache. Das ist ein Drache. Also gut, ein Drachenskelett. Dann sind die Krollmen wirklich Drachenanbeter. Und das muss dann wohl der Arkenstein sein. Also, ihr wisst, was ich meine. Der... Na, wie heißt er noch gleich? Der Karfunkel... Nee, oder? Hier Questlog. Der Karfunkel... Nee, das adamantene Herz. Genau das war's. Das, was ich meinte. Das Herz ist nicht mehr weit. Und ich glaube... Moment... Hä? Wie soll ich denn da nochmal hin... Ja, okay. Vielleicht war das auch an einer anderen Stelle. Ich weiß es nicht. Oder war das an der ersten Brücke? Oh, das ist ein guter Hinweis. Das ist ein sehr guter Hinweis. Hoffentlich werden diese Gebeine nicht lebendig. Ich habe aber so eine Vermutung. Und darum lieber auf Nummer sicher gehen. So. Puh, okay. Bis Volk aus der Oberwelt gekommen, um das goldene Herz Korumbras zu stehlen. Ich trenne euren Leib von eurer Seele, wie bei allen vor euch in meinen Stein wollten. Was ist das nun mit mythischen Kreaturen, dass sie immer irgendwelche Steine haben wollen? Okay, es ist nicht der... Okay, es ist nicht der Drache. Es ist... Es sind Gräume. Okay. Es sind Gräumengeister. Es sind zum Glück keine richtigen Gräume. Es sind nur Geister. Und ich glaube, mit Geistern kommen wir doch... Oh, Roland hat Stufe 17 erreicht. Wow. Ich glaube, mit Geistern kommen wir doch relativ gut zurecht, oder? Wenn jetzt nicht zu viele auf einmal kommen. Gwendala hat auch Stufe 17. Aha. Gucke mal da. Was ist das? Plumbumbarum. Fexlen auch Stufe 17. Ah.
greift ihr noch an, oder? Oder eher nicht so? Wie viele Geister kommen denn hier? Oder kommen hier unendlich viele Geister? Wenn hier unendlich viele Geister kommen, ich glaube, dann bleibe ich mal eine Stunde hier stehen oder so. Na klar. dann ist das nämlich genau der richtige Ort, an dem ich gerade sein möchte. Denn guck mal, die geben alle noch vier Erfahrungspunkte für Kladdes, glaube ich. Dann ist das genau der Ort, an dem ich gerade sein möchte. Um nochmal ein paar Erfahrungspunkte abzugreifen. Ich hatte ja gesagt, dass ich eigentlich nochmal gerne irgendwo auch trainieren würde, aber ich habe das auf dem Rückweg nach, Ach klar, das ist auch Stufe 17. Ja, perfekt. Guck mal, wir könnten hier einfach stehen bleiben, bis wir Stufe 18 sind. Ich habe das auf dem Rückweg nach Talon nochmal probiert, ob ich nicht eventuell doch noch an den Skorpionen ein bisschen trainieren kann. Aber das mit den Skorpionen hat leider nicht funktioniert. Also, die haben keine Erfahrungspunkte mehr gegeben. Von daher gab es für mich jetzt keinen Ort mehr, an dem ich wirklich effektiv hätte Erfahrungspunkte sammeln können. Außer anscheinend hier. Ich weiß jetzt nicht, wenn das jetzt so weitergeht, dann vielleicht schneide ich das auch einfach raus und kloppe mich hier eine Stunde durch. Weil die sind jetzt kein so gefährlicher Gegner, dass man sagen würde, oh, 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 da muss ich jetzt aufpassen. Es geht immer weiter. Ich glaube, der Sinn dahinter ist, dass ich den Kristall da hinten zerstöre, oder? Aber das mache ich natürlich nicht. Warum sollte ich? Es wäre ja abstrus. Wäre ja Verschwendung. Na? No. Offenbar war es doch nicht so unendlich, wie ich dachte. Okay. Na gut. Na gut, ich akzeptiere es. So. Das ist ein Magier. Was? Aber warum? Wo ist er hin? Wir bewegen uns auf den Drachen zu. Wenn ich das richtig sehe da hinten. Oh, 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 oh. Was? Was? Ah, da ist er wieder. Da ist er wieder. Aua. Das ist unangenehm. Ich habe das Gefühl, ich werde ihn nicht mögen. Oder macht er das jetzt ständig? Taucht er jetzt alle paar Minuten auf und wirft einen Feuerball, oder? Das bin ich, Zerg. Warum ausgerechnet Feuer? Gut, ich hätte es wissen müssen, als wir hier runtergekommen sind, ne, hier die hinter den Feuerfällen, das ist eigentlich prädestiniert für irgendwelche Dinge, die mit Feuer um sich schmeißen, aber trotzdem. Trotzdem. Warum? Hoffentlich muss ich hier kein Rätsel lösen. Hier komme ich nicht weiter. Da unten komme ich, glaube ich, auch nicht weiter. Beziehungsweise ich hätte doch da runtergehen können, aber wenn der uns schon mal hier raufgelotst hat, Falle ausgelöst. Nein! Es ist ein Rätsel. Ja, sieh mal einer an. Da habe ich ja jetzt schon lange drauf gewartet. Den obersten kann ich nicht verschieben, oder? Ich habe jetzt alle verschoben. Räumenkonsole. Ja, und wahrscheinlich habe ich es jetzt schon falsch gemacht, weil man die jetzt nicht mehr bedienen kann, oder wie sieht's aus? Ach nee, guck mal hier. Hier ist plötzlich... Oh, ah, es geht wieder los. Es geht wieder los. Mein Freund, der Gräumengeist, ist wieder da. Das sind immer wieder 2, 4, 6, 8 Abenteuerpunkte pro Begegnung mit denen. Und die sind ja wirklich schnell weggemacht. Was ist denn da unten gewesen? Hä? Das habt ihr jetzt aber auch gesehen, dass da unten ein Gräumengeist war, der Schaden bekommen hat. Das war ich aber nicht. Kommen die denn jetzt aber mal her? Wieder einer da unten? Da, schon wieder. Schon wieder ist er da unten. Da.
Ich glaube, der spawnt da unten und stirbt dann direkt. Könnte das sein? Da, schon wieder. Dieser arme Geist da unten. Da bin ich jetzt, habe ich ein bisschen Mitleid mit. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Der will ja auch nur leben. Also, ich glaube, jeder Geist will irgendwie nur leben. Sonst würde er ja nicht rumgeistern. Es sind sogar immer mehrere, die da unten rumploppen. Ich glaube, das ist ein Fehler. Also das, naja, lassen wir das. Ja, ich wäre ziemlich doof, wenn ich jetzt da hinten hinlaufen würde. Ich weiß, wir müssen wahrscheinlich diesen Gräumenkristall hier nochmal besiegen. Dann da wieder an den Konsole rumdrehen. Dann kommen wir nämlich da weiter. Das wäre jetzt meine Vermutung, dass wir so hier im Kreis laufen. Ja, aber solange ich hier noch Erfahrungspunkte abgreifen kann, tue ich das, weil ich würde gerne auch tatsächlich die Attribute bzw. die Eigenschaften, die würde ich gerne so hoch wie möglich bringen, denn ich würde ja gerne versuchen nach, also ich denke mal, das klappt auch mit der Installation von der Mod, ich würde gerne nach Drakensang ja gerne noch die Mod hinterher schmeißen, das heißt, wir werden das durchaus noch brauchen können. Ich weiß nicht, wie schwer diese Mod ist oder wie schwer die Gegner in der Mod sind. Und dann nehme ich gerne alles mit, was ich haben kann. Und das war's wieder. Sehr schön. Ach nee, das war's überhaupt nicht. Da ist wieder so ein garstiger Magier da hinten. Ich sollte vielleicht auch mal überlegen, ob ich den Balsam Salabunde nicht zumindest bei einem ein bisschen erhöhe oder deutlich erhöhe. Weil die Heilwirkung vom Balsam doch nicht so groß ist jetzt im Augenblick. Der Skill ist auch nicht so hoch. Der ist nicht so hoch, leider. Bei beiden nicht. Oh oh, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich hier irgendwas ausgelöst. Jetzt kommen jede Menge Geister. Das ist nicht so gut. Dann müssen wir uns ein bisschen konzentrieren. Okay, jetzt, ja, es wird herausfordernder, zugegeben. Es wäre wahrscheinlich einfacher, wenn wir einfach zum Kristall rennen würden. Lasst mal meine Magierin in Ruhe. Das wäre schön. Sind da noch mehr gekommen? Ich glaube, da sind noch mehr gekommen. Naja, konzentriert euch auf den Bären. Das ist euer größter Gegner, wirklich. Was macht eigentlich Rulana? Greift die gar nicht mehr an? Da hat's den Bären doch glatt erwischt. Ja, da sind, glaube ich, noch mehr gekommen, ne? Genau, ja, ja. Also es kommen noch ein paar. Ich beschwere mich nicht. Im Gegenteil. Nein, Bär. Oh, da kommen noch ein paar mehr. Oh, Ei. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, Gwendala. Ei ist nicht gut. Ja, gut. Wir haben natürlich ein paar Erfahrungspunkte auch bekommen, dadurch, dass wir die Quests hier erledigt haben oder die einzelnen Abschnitte von der Brücke erledigt haben, inklusive der Feuerelementare. Aber ich, wir haben gestartet irgendwie mit 86 Abenteuerpunkten, die wir in der Tasche hatten noch. Jetzt sind wir schon wieder bei 733, beziehungsweise 739. So schnell kann es dann gehen. Zack und kaputt. So, einmal wieder hochbuffen. Dann ich habe das Gefühl, das war noch nicht der letzte Schwung an Geistern, die uns hier entgegengeschickt wurden. Und vor allen Dingen, wir müssen jetzt wieder... Was?
Nur schon wieder. Boah, diese Feuerbälle sind schon arg. Ja, ich muss da... Ich muss da irgendwie was anderes finden. Der stirbt, beziehungsweise der haut ab, wenn er geschlagen wird. Ich glaube, da muss ich mal was anderes ausprobieren. Kurz speichern. Wenn der jetzt wieder auftaucht... Okay. Wie muss ich denn die hier drehen? Ich weiß nicht, So? So? Da hat sich was getan. Da. Ah, guck mal, das war die richtige. Man muss also nur die richtige Scheibe finden, die man drehen muss. Dann kriegt man nicht die ganzen Fallen von den anderen ab. Das macht Sinn. So, wo ist der Typ, der... Ja, Geister, hallo! Schön, euch zu sehen. Ich weiß, wir vertrödeln jetzt die ganze Folge damit, gegen unendliche Horden an Geistern zu kämpfen, aber... andererseits, wir brauchen die Abenteuerpunkte auch nicht wirklich. Ich will das jetzt auch nicht die ganze Zeit antun, wenn ich ehrlich bin. Der ist kaputt, ne? Der ist kaputt, ja. Ach komm, weißt du was? Ich gehe den Kristall kaputt machen. Der ist da hinten aufgetaucht. Ja, ja, ja. Meckert man nicht so rum. Der hält mehr aus, als ich dachte. So. Jetzt dürften ja dann eigentlich keine neuen mehr kommen, wenn wir die platt gemacht haben. Ja, also ich denke, wir sind mit Level 17. Ich weiß nicht, ich glaube, das letzte Mal, als ich Drakensand durchgespielt habe, da war das Maximum, was ich erreicht habe, Stufe 14. Und ich bin auch durchgekommen. Also wir sind ausrüstungstechnisch mehr als gut bedient. Und vor allen Dingen wir sind auch, was die Stufe angeht, sehr, sehr gut bedient. Ich kann mal gucken, wir könnten eigentlich in Sachen... Genau, Schwerter. Guck mal, 26 Max. Und hier Säbel, jawohl. Und hier Armbrust leider nicht und Bogen leider auch nicht. Na gut, aber zumindest Schwerter und Armbrust. Wenn sie jetzt noch Zweihandschwerter... Aber das kostet mir einfach zu viel, dafür, dass ich Zweihandschwerter in Kürze nicht mehr benutzen werde. Dann mache ich es auch nicht. So. Dann lieber schon mal auf Schwerter trainieren. Macht, glaube ich, mehr Sinn. War das direkt die richtige? Das scheint mir so. Was ist denn das da? Müssen wir da durch? Das sieht aus, als wäre das von diesem... Das ist die gleiche Magie, die dieser Typ da immer einsetzt, der... Na, ihr wisst schon, wen ich meine. Der Grolmenkönig. Und da oben ist noch so ein Stein. Und da hinten? Da wird dann wahrscheinlich das Ende sein. Ach, guck mal, jetzt ist er wieder da. Pass auf. Jetzt gucken wir mal, dass wir ihn sofort irgendwie attackieren können. Ja! Jawohl. So geht das doch viel besser. Dann machen wir das doch lieber so. Oh, hier sind wieder... Ja, hier sind wieder ganz viele schöne Abenteuerpunkte, die ich aber jetzt auch nicht mitnehmen werde. Wir machen jetzt den Kristallplatz. Ich würde jetzt auch gerne wissen, was hier dahinter steckt. Und dazu müssen wir einfach vorankommen und uns nicht Ewigkeiten mit Gräulmengeistern aufhalten. Zack. Manchmal hat so ein bisschen ein Problem mit der Treffergenauigkeit. Das könnte mir durch Offensive... Ja, wir hätten einen offensiven Kampfstil noch wählen können. Wäre Attacke plus 4, glaube ich, insgesamt gewesen. Hätte natürlich auch Ausdauer gekostet, aber wir sind bis jetzt sehr, sehr gut ohne diese Kampfstile ausgekommen. Ich glaube, das können wir auch weiterhin.
Das ist ja übel, was da an Schaden rauskommt. Dann kann es ja eigentlich nur noch dieser hier sein. Mein Atem geht ruhig. Ja, noch. Warte mal ab, bis der Drache da runterkommt. Dann geht dein Atem auch nicht mehr ruhig. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Das bin ich. So. Und jetzt darüber, ich glaube, zum letzten Gräumenkristall, den ich sehen kann. Sehe ich das gerade richtig? Wow. Was haben die denn da veranstaltet? Nimm mal den Trank zu dir, Mädchen. So. Meine Güte. Au. Okay, das sind die Zauberer unter denen, die das... Nimm den Trank, nimm Dankeschön. Und jetzt... Vielleicht war es keine gute Idee. Nee, jetzt kommt er auch noch. Folgt mir. Attacke. Ja. Attacke. Das war vielleicht keine gute Idee, hier durchzurennen. Hier hätte ich vielleicht wirklich mal die Geister platt machen müssen. Na gut, ich habe gespeichert für alle Fälle, ne? Ihr wisst, es kann eigentlich nichts schief gehen. Ja, Gott sei Dank. So, Fexlin, wie sieht's aus hier mit dem Ding? Jawohl, es kommen keine neuen mehr nach. So viel ist schon mal gewiss. Wir müssen jetzt nur noch die platt machen, die hier sind, und dann ist alles gut. Die Korpofrigoren hier rum, wie nur was, also das ist... Ich kann aber auch die Magiewirker nicht unterscheiden von denen, die keine Magie wirken. Oder können die alle Magie wirken? Können die alle mit Corpo Frigo um sich schmeißen? Wie mit Pommes frites beim Karneval, wenn man betrunken ist. Zwei Stück noch. Ne, drei Stück. Da vorne ist auch noch einer. Ja, das kam von dem hier. Unterschied? Nee, doch, der hat ein paar Haare, oder? Nee, der, das waren Trugblitze. Ach, die machen auch Kugelblitze. Also, damit schmeißen die ganze Zeit um sich. Nicht mit dem Corpo Frigo nur, sondern auch mit dem Kugelblitz. Ja, und dann müssen wir... Dann müssen wir darüber. Oh Gott, ich sehe schwarz. Was hat sie denn? Heiltrank. Ach so. Oh. Ja, das war's nicht. Das war's nicht. Der hier war's auch nicht. Dann kann's nur noch der hier gewesen sein. Sehr gut. Und schon kommen wir durch. Einmal das Gräumengift wegmachen. Puh. Das ist schon relativ stressig hier unten. Hätte ich nicht erwartet. Können wir noch durchheilen mal eben. Die Musik trägt nicht gerade dazu bei, dass ich mich im geringsten entspannen kann. Dankeschön. Speichern, ganz wichtig. Ich glaube, wir sind auf dem Weg genau. Da werden wir nämlich... Ah, ja, ja, ja. Wir werden dann hier entlang gehen und dann werden wir da das Ding holen können. War das jetzt... Nein, da ist er wieder. Und ich habe ihn nicht. Attacke. Und weg ist er wieder. Sehr gut. Och. Muss einem ja gesagt werden, dass da plötzlich so ein Gräumenkönig auftaucht. Phorax. Phorax. Ich mag Kladis, Kladis Artikulation. Sie wirkt immer sehr gut drauf und immer sehr fröhlich. So, Freunde der Sonne, wir sind am Drachen angelangt. Und hier ist er wieder. Hinfahrt, mein Stein. Hinfahrt. Zerfällt zu Staub. Ich glaube, der Mann hat schwerwiegende Probleme. Dürfen wir denn jetzt richtig gegen ihn kämpfen? Ja, wir dürfen, oder? Wir dürfen richtig gegen ihn kämpfen. Dann ab dafür. Alles rein, was wir haben. Aber so richtig. Amazone voraus.
zum Angriff. Jetzt geht's rund. Kriegst ein Corpo Frigo ab und dann kriegst du hier noch. Ach warte, kriegst erstmal einen Scharfschütze, vielleicht noch eine Wunde ab. Wie viele Lebenspunkte hat der? 500? Naja. Naja. Oh, der holt auch noch Geister. Oh, das ist nicht gut. Hat er hier noch irgendwo einen Stein? Nee. Der ist alleine, der hat keinen Stein mehr. Aber ich glaube, wenn wir ihn besiegt haben, dann ist er auch relativ schnell finito. Ach so, Rolana ist gerade am Bo. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Sie ist gerade benommen. Dann müssten wir sie vielleicht doch mal heilen. Bevor da weiter auf ihr rumgehackt wird. Steh mal wieder auf, Rolana. Benommen 4 Sekunden. Was ist denn hier los? Ja, das sind die kleinen Geister hier, die so viel Stress schieben. Hackt bitte weiter auf den Gräumenkönig ein und du machst vielleicht auch nochmal auf den Gräumenkönig hier so einen. Okay, das war's mit. Das war's mit Kladis. Und sie ist schon wieder benommen oder wie sieht das aus? Nee, sie steht jetzt auf. Jetzt steht sie auf. Dann kann sie jetzt auch einen Heiltrank reinschmeißen. Oh, da hätte ich vielleicht jetzt mal die. Da hätte ich jetzt mal die Schleifsteine nutzen können, oder? Das wäre eine Idee gewesen. Aber das wäre ja. Wäre ja viel zu logisch für meine Verhältnisse. So. Hat sie gerade erst einen Heiltrank angeschmissen und schon wieder fast tot. Ignisphäre unterbrochen, sehr gut. Guck mal, er hat nur noch 35 Lebenspunkte. Das müsste. Oh oh. Außer unseren Kriegerinnen ist niemand mehr da. Jawohl. Was? Was war das denn? Was war das denn? Dann leichte Gleichgewichtsschwierigkeiten, die gute. Nein! Nein, lauf nicht weiter! Stopp! Okay, die Tür geht zum Glück nicht zu. Oh Gott sei Dank. Dann kann ich ja nochmal eben hier hin. Da hinten. Was war das denn? Genau, eben hier hinlaufen. Tja, und was in dieser Schatztruhe ist, das erfahren wir in der nächsten Folge von Drakensand. Na komm, wir machen das jetzt direkt. Ich speichere nochmal ganz schnell so. Ein magisches Amulett, Zwergenstahl, Blattgold. Ist wahrscheinlich wieder so ein Konsti-Amulett. Sieht zumindest von der. Ja, ich hatte recht. Es ist immer schön, wenn ich bestätigt werde. Das gefällt mir sehr gut. Und dann werde ich aber den Raum hier auf jeden Fall auch nochmal untersuchen. Dass wir gucken, dass wir hier auch wirklich nichts, wirklich gar nichts verpasst haben. Weil, wenn hier schon so ein Schatz rumlungert, wer weiß, wo noch mehr Schätze rumlungern. Das mache ich aber so zwischen den Folgen. Wenn ich was finde, dann machen wir das am Anfang der nächsten Folge. Und wenn nicht, dann starten wir wieder genau hier in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.